Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Dinkum. Ah Mist, wir haben das Fleisch gestern gar nicht mehr eingesammelt, ne? Naja, egal. Passt schon. Oh, hier gibt's was Neues. Photo Request und Alpha Kroko schon wieder. Okay, 27.000 nehme ich an. Photograph taken near this location. Neben welcher Location denn? Ah, Location was added to our map. Okay, cool. Da unten hätte er gern ein Foto. Ja, cool, können wir machen. Ist ja eh keiner da, den wir heute irgendwie bezirzen könnten. Wir können natürlich... Will ich erst verkaufen? Sollen wir nur eine halbe Stunde warten, ne? Wir können in der Zeit einfach mal gucken, ob die Bananen reif sind. Nope. Aber bald. So, mach deinen Laden auf. Hasse ja so Leute, ne, die einfach so 5 Minuten vor Ladenöffnung vor der Tür stehen. Einem, sobald man aufgeschlossen hat, einfach direkt die Tür aus der Hand reißen und reinstürmen, als würden sie irgendwas verpassen. John, es ist 8:01 Uhr, warum bist du nicht da? Schwing die Haxen. Danke. Ich würde gerne was verkaufen. Nämlich das, dies und jenes. Und ich glaube, das war's. Ist ein Anfang. Cool, ciao. Ist er über den Fluss rüber? Ich glaube ja, ne? Bist du mal im Lurk und wirst dich ans Putzen begeben? Alles klar, viel Erfolg. Eigentlich nur noch weiter südlich und einmal über den Fluss rüber. Alles klar. Can do. Und dann machen wir da einfach irgendein Foto? Bin ja mal gespannt. Ich weiß nicht, finde ich das hier zum Laufen... Finde ich das zum Rumlaufen so besser mit der Perspektive? Weiß ich halt nicht. Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Kupfer am Start. Das können wir theoretisch gleich mal mitnehmen. Wobei ich jetzt auch nicht... Okay, und du möchtest einfach hier ein Foto haben, ja? Okay. Das war entspannt. So, wo ist Mr. Alpha Kroko? Einmal links rüber, alles klar. Wie gut, dass wir einen neuen Speer gemacht haben. Und für den Fall der Fälle würde ich das schon mal ausrüsten. Zum Kämpfen ist, glaube ich, echt nicht verkehrt. Ich hätte jetzt tatsächlich gern wieder ein bisschen mehr die Draufsicht. Also ich würde die Kamera gern noch kippen können. Aber das geht hier tatsächlich nicht in der Perspektive. Ah, Alpha Krokus, planschen. Na, dann komm mal raus. Um.
konntest so springen und so Feuerwellen machen, ne? War das nicht das? Ah ne, Steindinger war es. Feuer war das Alpha Jackaroo. Wow. Der Baum wäre da nicht. Läuft auch soweit ganz gut. Na. Oh shit. Das läuft. So, direkt noch dreimal Prime Meat mitgenommen. Sehr schön. Das war doch eigentlich ganz entspannt. Müssen wir nur zusehen, dass wir wieder nach Hause paddeln. Aber das ist jetzt nicht so das Problem. Dann können wir theoretisch Fat Cash absahnen. Und dann können wir auch mal gucken, ob... Ich weiß gar nicht, ob Franklin und Irvin nochmal wiederkommen müssen oder ob wir jetzt theoretisch schon Deeds für die haben und an sich was bauen könnten. Ansonsten können wir jetzt auf jeden Fall die Mine in Angriff nehmen. Sprechen wir erstmal mit Fletch. Town. Ja, irgendwelche weiteren Deeds? Nur die Mining Deed, okay. Ja, später vielleicht. Ich würde dann tatsächlich erstmal John das Foto zeigen. Achso, der kriegt auch das Alpha-Kroko-Dinget. Okay, cool. 27.000. Nehmen wir... Easy Money. Und ich habe auch das Foto für dich. Ist super hübsch geworden. Wow! Ja, behalte es, gib mir 11.000 dafür. Ich würde ja sagen, wir haben ihn gerade total gescammt, aber okay. Das Foto hätte er auch safe selber machen können. Cool, dann fehlen uns halt nur noch 5.000. Dafür würde ich gerade einfach mal die Eier verkaufen. Was bringen die denn so? Wahrscheinlich nicht viel. Okay, 1.700 im Zweifelsfall. Noch irgendwas, was wir verkaufen können? Ne, die Teile auf jeden Fall. Davon können wir mal 8 verkaufen. Davon können wir ein bisschen was verkaufen. Läuft. Fletch! So, ich würde gerne über das Dorf sprechen. Zeig mir mal die Deeds. Oh, Hydraten ist ein sehr guter Punkt. Mache ich direkt. Die Mine Deed hätte ich ganz gerne. Jawohl, apply. Ja, ja, 250.000 Schulden. Kann ich mit leben. Hör auf, mich voll zu quatschen. Ich weiß, wie das geht.
So, 250.000 Schulden. Ich würde gern spenden. Und zwar 250.000. So, dann haben wir jetzt das Teil. Die Frage ist, wo wollen wir die Minen haben? Ich glaube, ich würde die ein bisschen nach Norden packen. Oh, wir haben irgendwas gefangen. Was bist denn du? Schauen wir gleich mal. Ich würde die hier so hinpacken. Ich würde sie aber tendenziell noch rotaten wollen. Ich denke, das ist super. Wir können das ja später auch verschieben. So, was brauchst du? Zehn Zement, 10 Räder, ein Motor, 2 Schlüssel und jeweils 5 Barren. 10 Zement, 10 Zahnräder, Motor, Schlüssel, Barren. Da habe ich jetzt alles schon wieder vergessen. Oh, wow, wir haben nicht angefangen zu brennen. Ich bin sehr happy. Wow, wir haben genau genug Kupfer. Also eins müssen wir nur einschmelzen, aber das ist okay. Den Motor. Zehn Zahnräder. Zement. So, dann geht das noch da rein. Und wir haben Post, habe ich gerade schon gesehen. So, dann können wir doch aber bis auf den einen... Ach, die Schlüssel habe ich vergessen. So, dann ist doch ein Großteil schon mal da. Dann können wir... Foto? Das ist tatsächlich ein Känguru. Das bringt uns jetzt aber gar nichts, wenn wir das irgendwie hier abgeben, oder? Also haben wir davon jetzt irgendwas? Ich habe offenbar auch nicht getroffen, glaube ich. Egal. Hydraten. Da war er aus. So, der Barren ist fertig. Sehr schön. Bug-Tipster. Okay. It was early morning. There was a bug in the bushlands I've never seen before. Okay. Na, early morning ist vorbei. Können wir morgen früh vielleicht mal gucken. Hier wollte ich noch ran... Nee, dann hätte ich gerne noch 2 Schlüssel. Und dann brauchen wir auf jeden Fall Kupfer. So, place den Shit. Und dann ist das alles fertig, dann kann die Construction da morgen anfangen. Das ist doch soweit ganz gut. So, was machen wir heute noch? Nicht mehr viel, oder? Ich kann auf jeden Fall den fast kaputten Speer verkaufen. So, der Knochen kann auch weg. Dann können wir noch ein bisschen Fleisch grillen. Die beiden Teile verkaufe ich jetzt auch einfach mal. Jo. Ja, wieder ein bisschen Geld. Das dahin, das da hoch, das da runter. Na. So. Was ist denn unsere Trap in Animal and Delivered? Okay, ja, haben wir offenbar echt nicht getroffen beim Deliveren. Schade. 8 Plankensägen könnten wir easy machen. Sollten wir dafür eigentlich genug haben.
komische Bernstein oder whatever it is, hängt da halt einfach immer noch auf der Säge. Finde ich ein bisschen gut. Ja, und wir wollten den Stein ein bisschen größer machen, ne? Irgendwo müsste ich auch noch Zaun haben, glaube ich. So, einmal die... Da sind die... Nee. Falsche Kiste. Ach Gott, ich kann mir echt nicht merken, wo was ist, ne? So, da ist das... Den Zaun habe ich hier mit hingepackt. Nee, nicht. Hier? Hier. Dann lass uns doch gerade das Gehege noch mal ein bisschen größer machen. Müssen wir vielleicht auch ein bisschen buddeln. Noch eine Etage, ne? Schadet, glaube ich, nichts. Okay, dass das nicht geht, war irgendwie klar. So, bitte noch. Einmal hier hin. Zaun. Nach da. Nach da. Nach da. Nein. Und dann können wir die beiden Zaunteile abreißen. Wir haben theoretisch noch 6 Stück über. Das ist doch eigentlich ganz nice, oder? Dann können wir nämlich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ein Animal Feeder wollte ich eigentlich nicht abbauen, aber passt schon. Der Baum musste leider weg, es hilft nichts. So, und dann können wir doch... Reicht das? Nee, das reicht nicht. Boah. Frickelige Steuerung ist frickelig. So, dann haben wir noch 2 Zaun über, aber das ist erstmal ganz okay. Dann machen wir hier gleich die große Fiederparade an die Seite. Muss ich nur mal gucken, was wir dafür alles brauchen. Hier hatte ich den Zaun mit drin, ne? Alles klar. Das können wir gerade schon mal mitnehmen. Oh, können wir den Fieder überhaupt craften? Können wir gar nicht, ne? Können wir nur kaufen. Ja, shit. Ah, das ist halt auch so nervig, ne? Den Shop könnten wir längst haben, aber nein. Ja gut, dann sind wir aber zumindest dafür ausgerüstet, wenn Irvin das nächste Mal da ist. Und wir können das Huhn zumindest mal füttern. Das mampft das doch jetzt gleich alles weg, oder? Nicht? Gar keinen Bock drauf? Okay, cool. Dann halt nicht. Wobei, kann auch da bleiben. Wir könnten das eine Ei theoretisch nochmal kochen. Und ich glaube, dann ist das halt ein sehr, sehr slower Tag gewesen, aber dann reicht, glaube ich, auch, ne? Wir könnten halt nochmal gucken, ob wir irgendwem noch einen Gefallen tun können. Hey Christoph, guck Prime Meat. Na, haben wir genug von, kann ich gerne eins abgeben.
Ausnahmsweise. Nee, nicht alles. Eins reicht. Fett. Vielen, vielen Dank, Christoph, für 41 Monate. Das sind fast 4 Jahre. Vielen, vielen Dank für den Resub. Oh, wow, und zur Feier des Tages bekommen wir von John ein hässliches T-Shirt. Hm. Gucken, ob wir Theodor noch irgendwas Gutes tun können. Bluefish. Ja, heute noch? Na, Mai heute nicht mehr. Sehe ich heute nicht. Die Frage ist, ob wir für Fletch noch irgendwas machen können. Ist sie noch in ihrem Zelt? Im Leben nicht, ne? Nee. Aber lass gerade mal zur Workbench gucken. Das Bee-House wollte ich mal machen. Oder brauchen wir 2 Iron Bars für? Und Spinny, Spinifex Resin, wo auch immer ich das herkriege. Vom Burn Spinifex Tuft. Ich weiß nicht mehr, wo wir das Spinifex Tuft herkriegen. Queen Bee haben wir halt auch nicht, glaube ich. Okay, können wir halt eh verlatten. Schade. Können wir einen Bird Coop machen? Ja, können wir nicht. Okay, aber wir können mal gucken, ob wir den Kram machen. Bunch of Sticky Grass. Das müssen wir doch irgendwo kriegen, oder? Das können wir doch bestimmt irgendwo wegsensen. Das ist aber nicht das normale Gras, ne? Nee, das muss... Die Frage ist, wo ist das? Jetzt ist auch dunkel. Lass das einfach nicht mehr heute machen. Lass das einfach nicht heute machen. Lass es mal im Hinterkopf behalten. Ich werde es total vergessen haben bis zur nächsten Folge. Aber lass das mal im Hinterkopf behalten. Wir pennen jetzt erstmal. So, Hunting 2 Level up. Sehr schön. In der Wüste ist das. Ja, hätte ich jetzt auch fast vermutet. Gucken wir mal. So, auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss. Rain ist da. Ist das die mit den... Oh, jetzt haben wir schon wieder so wenig Geld, ne? Ich raste aus. Na, gucken wir mal. Wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.